Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das letzte Mal, als ich hier war, war ich mit der GoPro hier, mit der 4er. Der hat zwar auch 4K, aber keinen Bildstabilisator. Und die jetzige hat einen Bildstabilisator. Und dann habe ich mir gedacht, dann gehen wir doch mal los und drehen ein neues Video. Beziehungsweise ein neues, altes Video, weil hier war ich schon mal. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Das hier ist alles natürlicher Verfall, wie ihr sehen könnt. Ja, dann gehen wir doch mal durch. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist ein altes Umspannwerk bzw. altes Bahnbetriebswerk. Alles natürlicher Verfall. Also hier ist nichts irgendwie vandalismustechnisch. Also klar, Graffiti und so werden wir hier auch finden. Logisch. Guckt euch das an. Hier ist ein alter Eimer. Ja, und hier haben wir einen Teil einer, ja, ich würde mal, das ist ein altes Gebäude. Vielleicht kann ich euch nachher auch irgendwann mal was dazu erzählen. Wieso, ist halt warum, also. Aber gehen wir noch mal durch. Da hinten ist noch ein altes Waschbecken. Hier sind noch, wie ihr sehen könnt, die alten Sicherungen vom Umspannwerk. Ja, das Gelände hier ist echt mega. Verfällt halt vor sich hin, weil die Bahn sich halt selber nicht mehr drum kümmert. Aber zu sehr zur Freude der Lost Placer, würde ich mal behaupten, oder der Urbisser. Ich war schon mal hier und habe ein Video gedreht mit dem Handy, das aber jetzt nicht so prickelnd war und das auch nur ganz, ganz kurz war. Ja, und jetzt drehen wir das Video hier mit der GoPro. Lasst es mal auf euch wirken. Krasser Scheiß, oder? Krasser Scheiß. Also das hier war auf jeden Fall, laut meinen Informationen, einer der größten Bahnwerke in Oberfranken. Und es wurde irgendwann um 1800 erbaut, soweit ich mich jetzt erinnere. Also ich kann jetzt auch total falsch liegen. Falls ihr mehr wisst, ich schreibt es mir in die Kommentare. Ja, dann gehen wir doch jetzt mal innen rein, hätte ich gesagt, und schauen uns das Ganze mal von drinnen an. Das hier ist jetzt der innere Bereich. Schon derb, oder? Guckt euch das an. Schon richtig derb. Hier steht sogar noch was drauf. Vielleicht könnt ihr das lesen. Regenstunnel. Also da bin ich echt mal gespannt. Vielleicht hat der eine oder andere mehr Informationen darüber. Ab in die Kommentare. Dann schauen wir uns doch den Rest des Geländes nochmal an. Gehen wir wieder raus in die schöne Vegetation. Also hier ist es auch so, das ist alles schon sehr in der Natur zurückgekommen ist. In der Natur zurückgekommen. Oder die Natur holt sich zurück, sagen wir es mal so. Ich bin ja ein richtiger Philosoph.
hier geht es dann auch weiter. Das hier ist aber dann schon sehr hart verfallen. Da ist auch kein Dach mehr da. Alles weg. Da muss man aufpassen, weil da drüben geht es weiter. Also da drüben wird es noch bewohnt. Hier ist noch ein altes Waschbecken. Da hinten ist noch ein Teil altes Gebäude. Das schauen wir uns jetzt an. Ein Teil von einem alten Gebäude. Dürfen wir uns wieder durchs Dickicht kämpfen, um ja letztendlich sich den Rest hier anzuschauen. Aber lasst es mal auf euch wirken. Ist der helle Wahnsinn, wie groß dieses Areal eigentlich ist, ne? Scheiße, derb. Ja, dann kämpfen wir uns durchs Dickicht, wie ich jetzt mal gesagt, und schauen uns den Rest hier an. Rum ums Eck und los. Da drüben arbeiten welche, muss ich aufpassen. Wie die sehen, ne? Steht die alte Lok. Wir haben schon mal ein paar gesehen, denke ich mal, auf Instagram, Facebook und so. Ist auch geil, ne? Guckt euch das an. Die Jungs hier müssen noch richtig rudern, glaube ich, um das Ding hier zu fahren. Ist sogar noch der Motor drin. Krass, das war ein Bosch-Motor. Dann schauen wir uns mal den Rest mal an. Das hier war ja auch ein Teil vom Gebäude, was halt dann schon eingestürzt ist und letztendlich schon auf Seiten geräumt wurde. Aber ich finde, das ist nicht wie im Kolosseum, wenn man sich das anguckt. Deswegen finde ich diesen Lost Place so ansprechend oder so anziehend. Das ist wie im Kolosseum. Es zieht sich komplett rum. Und hier ist der alte Drehteller, würde ich jetzt mal behaupten, wo die Loks im Endeffekt gedreht worden sind. Aber ich würde sagen, da drüben im Endeffekt irgendwelche Leute arbeiten und ich damit nicht gerechnet habe. Schauen wir uns noch den Rest innen drin an. Und dann gehen wir wieder. Das ist auch mega. Passt mal auf. Wenn ich nach Vorlauf, dass ich keinen Zug dort hält und ich dann wieder rauskomme. Schauen wir uns das Ganze auch innen drin mal an. Machen wir einen Jump. Ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. Das hier haben wir jetzt uns gerade von außen angeguckt.
Aber ich vermute mal, dass es eine Art Verwaltungsgebäude oder irgend sowas war. Also irgendwas in der Richtung war es auf jeden Fall. Und hier vorne geht es dann wieder raus. Also irgendwas in der Richtung war es, mit Sicherheit. Seht ihr es da drüben? Drüben das Gebäude. Ich halte die Kamera raus, dann seht ihr das. Da drüben ist noch ein Gebäude, das wird noch verwendet. Das wird noch genutzt. Oder wird halt jetzt noch von dem verwendet. Ja, das ist die kleine Rundeinsicht. Leider haben sie schon viel kaputt gemacht. Ich zeige euch noch mal die andere Ecke. Oder beziehungsweise laufen wir noch mal rum. Und dann, ehrlich gesagt, das lassen wir das, oder? Jetzt sind wir wieder vorne. Also den vorderen Bereich, wo ich euch von Anfang an gezeigt habe. Boah. Dann müssen wir schauen, ob wir uns hier mal durch das Dickicht kämpfen, ohne auf die Fresse zu fallen. Könnte bei den Steinen ein bisschen wehtun. So, sind wir da vorne, da unten. Jetzt da unten geht's runter. Aber in den Keller wollte ich jetzt nicht unbedingt gehen. So, und wisst ihr, was sehr interessant ist? Als ich jetzt die Recherchen angestellt habe, sollte es hier in dem Areal einen Bunker geben. Jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage, wo ist der? Das bedeutet, ich werde demnächst mit Sicherheit nochmal wiederkommen und nachschauen, wo dieser Bunker ist. Da bin ich echt mal sehr, sehr gespannt drauf, wo der sein soll. Das ist schon ein sehr geiles Areal, vor allen Dingen für Urwüchse. Die meisten aus unserer Nähe werden den Standort kennen. Ich werde jetzt nicht preisgeben oder sagen, aber die meisten, die im Endeffekt hier unterwegs sind, werden wissen, wo er ist. So, so wie wir reingekommen sind, gehen wir wieder. Immer wieder schön, dieser Lost Place hier. Wie gemeint, das letzte Mal habe ich halt im Endeffekt nur ein Handy dabei gehabt und habe ein kurzes Video von 3-4 Minuten gemacht. Das hier wird über diesen Lost Place ein etwas längeres Video. Ja, dann würde ich sagen, das war's. Und wir sehen uns. Auf jeden Fall. Das ist schon krass. Ich konnte jetzt mal ein paar Informationen zu diesem guten Schmuckstück finden. Und zwar, das ist das Bahnbetriebswerk. Und es wurde damals von den König Bayerischen Staatsbahnen und später Deutsche Reichsbahn und Deutsche Bundesbahn genutzt. Die Eröffnung, da war ich jetzt nicht mal so schlecht gelegen mit dem 18. Jahrhundert, war 1844. Also war ich nicht mehr so schlecht gelegen damit. Und es war ein Rundlokschuppen. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das doch mal an. Das hier ist der obere Bereich. Ich kriege da noch einen Ausblick nach unten. Den oder das Video oder ein Teil davon, wo es mir auf die Fresse kaut,
Den schneide ich euch dann hier mit rein. Schon da. Ja, und laut weiteren Informationen wurde während des Zweiten Weltkriegs, also 1940, hier auch am Bunker eingerichtet oder errichtet, wo auch immer das sein soll. Das wäre natürlich jetzt sehr interessant zu wissen. Hat es dann noch jemand genutzt. Und das war es dann auch. Also das ist auch dann auch schon mal die allgemeine Geschichte über diesen Bahnwerk. Das ist schon total krass, wenn man sich mal anschaut, wie die Natur sich das Ganze hier wieder Stück für Stück zurückholt und es halt einfach so vor sich hin verfällt. Ich denke mal, das hier war ein Kapuzer Häusler. Also hätte ich jetzt mal vermutet, dass es ein Kapus sein Häuschen ist. Da war da drin gesessen, der Oberbigboss. Also ist schon eine geile Location. Also ich finde die Location mega. Das war einer meiner ersten Lost Places, den ich gemacht habe. Also sprich, nachdem ich das Hobby mal wieder hat aufleben lassen, weil fotografieren tue ich schon seit 2012. Aber dieses Lost Place Thema hat mich jetzt natürlich komplett gefestigt. Ich zeige euch mal einen Freund, der wohnt schon lange hier. Der Burnt. Der wohnt schon lange hier, der Burnt. Ja, gehen wir mal weiter durch. Ich sage, es ist ja im Prinzip ein riesen Gelände, das vor sich hingammelt und verfällt. Sehr zur Freude der Urwachser und Lostbläser wie wir. Da draußen seht ihr jetzt dann auch nochmal einen Teil, der im Endeffekt komplett verfallen ist. Der komplett vor sich hin rottet. Das ist der Bereich. Der wird aber teilweise auch noch genutzt hier vorne. Ne? Der wird hier vorne auch noch teilweise genutzt. Also quasi das vordere weiße Gebäude vorne. Da wohnt noch jemand. Oder die Gebäude wurden saniert. Während der Bereich hier total verfällt. Hört ihr das? Die Bahn fährt auch noch. Und zwar gleich schräg gegenüber. Ja, und jetzt nehme ich das mal auf mit der GoPro 7 auf 4K und mit einem brutal geilen Bildstabi. Das ist unfassbar, wie geil dieser Bildstabilisator arbeitet. Also ich finde es mega, wie der seinen Job macht. Dann zeige ich euch mal den Rest des Geländes. Also ich finde, das ist was, ja, Uriges hat. Wenn man mal guckt, ne, hier wächst mittendrin ein Baum. So. Was ich aber auch interessant finde, das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar vermute ich mal, dass es Bohrproben sind. Bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass das hier alles Bohrproben sind. Also falls jemand mehr weiß, soll das doch gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren. Jetzt schauen wir mal in die unteren. Ich sag jetzt mal Teile des Gebäudes. Dann schauen wir mal rein hier. Hier gibt es auch nicht mehr viel zu sehen. Und aufpassen. Hier gibt es absolut nicht mehr viel zu sehen. Ist halt
schon alles entkernt und rausgeräumt. Aber ich glaube, das hier finde ich absolut mega, wenn ihr euch das anguckt. Ne? Überall Gesteinsproben. Hier auch. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Folgt mir auf Instagram, Facebook und YouTube. Würde mich sehr freuen, wenn ich von euch den Support erhalte. Warum wir es auch machen? Nein, mich würde es riesig freuen, wenn ich von euch im Endeffekt einen Support bekommen kann. Über Instagram, YouTube, Facebook. Instagram, Bamberg Photo Art. Facebook, Lost of Oberfranken. Beziehungsweise Lost Place Oberfranken. Und YouTube, World of Urbex. Ja, das soll es in dem Video gewesen sein. Und ich würde sagen, haut rein.